Konfuzeier, hier ist eure Josie wieder mit einem React, diesmal auf eine Folge des realen Irrsinns von Extra 3 vom NDR. Heute geht es um die Rollstuhlrampe in der Uni Münster. Wir schauen uns da mal zusammen an, was da so passiert und was da dran der Irrsinn ist. Das ist das Schloss in Münster. Und das hier ist eines von zwei Kavaliershäuschen. Gehört. Also erstmal muss ich sagen, die Uni Münster sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wenn ich die vergleiche bei uns mit, mit Teilen der Universität, die wir hier haben, sieht die schön aus. Hat alles zur Uni Münster. Und das ist Antonia. Antonia arbeitet beim AStA, der Studierendenvertretung. Soweit. Aha. Ich gehe mal davon aus, es geht jetzt um sie und dass man ihr helfen wollte und das irgendwie nicht funktioniert hat. So gut, gäbe es da nicht dieses winzige Problem. Boah, ich muss richtig dringend aufs Klo, schon seit einer halben Stunde oder so. Jakob, Lars, ja, wenn man im Stuhl sitzt, dann ist das nicht immer ganz so einfach. Und wenn dann noch widrige Umstände dazukommen, kann ich mir vorstellen, das ist mehr als schwierig. Könnt ihr mir wohl einmal helfen? Jakob und Lars sind Antonias Kollegen. So sah das immer aus, wenn Antonia während ihrer Arbeit mal auf die Toilette musste. Wir helfen ja gerne, aber es ist das Jahr 2022. Also eigentlich muss das doch barrierefrei gehen. Ja, aber es gibt ja immerhin eine barrierefreie Toilette. Dankeschön. Ja, das Problem ist aber, glaube ich, nicht unbedingt die barrierefreie Toilette, sondern dass sie nicht alleine aus ihrem Büro rauskommt. Bis gleich. Ich klingel dann, wenn ich wieder da bin. Aber die Toilette ist halt ein bisschen weiter weg. Antonia muss nämlich nicht nur die Treppen herunter, sondern auch hier lang und hier entlang und noch... Rollstühle und Kopfsteinpflaster oder Katzenkopfsteine, wie mein Mann jetzt wieder sagen würde. Zwei Dinge, die schwierig miteinander funktionieren. Weiter hier entlang. Du schaffst es, Antonia. Weiter. Anstrengend. Also halbe Stunde, 40 Minuten bin ich unterwegs, auf jeden Fall, denke ich. Über 3 Jahre ging das so. Deswegen hat die Uni Münster nun endlich Abhilfe geschaffen, weiß Herr Robers von der Pressestelle. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wird bestimmt nicht lustig. Wir haben dem AStA konkret angeboten, dass wir eine mobile Rampe installieren. Das ist ja jetzt auch tatsächlich passiert. Ach. Oh mein Gott. Als wäre die mobile Rampe, beziehungsweise eine Rampe beim Rauskommen, das Problem, wenn man dann noch über diesen Weg muss und quer durch die Pampa, bis man da ist, wo man hin will. Wäre es nicht einfacher, eine Toilette in dieses Gebäude zu integrieren? So, na dann ist das Problem ja erledigt. Antonia ist mittlerweile auch schon wieder zurück und möchte in ihr Büro. Wie funktioniert das noch mit der Rampe? Aha, kurz klingeln, hoffen, dass die Kollegen da sind, die die Rampe heraustragen, kurz alles ausklappen. Nicht wirklich, oder? Das ist wirklich Irrsinn. Und klar, die Rampe hinstellen und Antonia hochschieben. Na bitte, es geht doch. In puncto Selbstständigkeit bringt sie mir gar nichts, weil ich immer noch darauf angewiesen bin, auf 2 Personen, die mir helfen können. Okay, blöd, oder, Herr Robers? Wir haben aber ebenfalls angeboten, dass der AStA möglicherweise eine ganz neue Immobilie bekommt, die dann natürlich auch barrierefrei ist. Diese anderen Räume sind momentan nicht mehr verfügbar. Da sind jetzt andere Stellen drin. Und die sind einfach auch deutlich kleiner gewesen als aktuell. Also so 100 Quadratmeter hätten uns da gefehlt. Und eigentlich brauchen wir auch mehr als das, was wir jetzt haben. Dann muss Antonia halt tagsüber weiter nichts trinken. Die Uni Münster kann sich doch auch nicht um alles kümmern, Leute.
Reale Irrsinn in seiner vollen Live-Kultur von der Uni Münster. Ja, was die sich da noch einfallen lassen, werden wir vielleicht in einem weiteren React bearbeiten können. Warten wir es einfach mal ab. Aber wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und nicht nur mir, sondern auch den Kollegen von Extra 3. Alles dazu Nötige unten in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr noch Anregungen und Ideen habt, auch damit ab in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu dann doch vielleicht ein Abo schenkt und die Glocke aktiviert. Beides tut nicht weh, hilft mir und euch, denn ihr verpasst da nichts mehr mit der Glocke. Mir bleibt nur zu sagen, bleibt kreativ und tschüss, eure Josie.